Hi Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 7 Remake. Ich habe jetzt inzwischen die Quest schon ein wenig weitergemacht und ihr seht, hier laufen überall schon so Katzenviecher rum. Und ich gebe euch einen kleinen Überblick. Einmal hier hinten war der kleine Händler, für den wir hier diese Ratten wegmachen sollten. Da habe ich einmal welche weggemacht, aber da haben wohl die anderen stärkeren Rattenviecher gefehlt. Da müssen wir gleich nochmal hin. Dann war Ungeziefer in der Fabrik. Die Fabrik ist das große Ding hier. Das sind ein paar Spots zum Kämpfen. Du gehst praktisch nur hier hinten rum, hier hinten rein. Kämpfst dich durch, schaltest die Wege frei, sind große Rolltore, die du mit Dreieck aufmachen kannst. Hier ist innen auch so ein Ausruhbank und ein Automat, wo du ein bisschen dich refreshen kannst, wenn du wieder zurückgehst. Hier hinten ist aber eine Tür, die ich nicht aufbekommen habe, aber es sieht so aus, als wenn da noch irgendwas drin ist. Da werde ich vielleicht später nochmal nachschauen gehen. Ja, ansonsten, wie gesagt, hier die Ratten, da müssen wir gleich nochmal hin. Katzen für das kleine Mädchen habe ich einmal gefunden, die lief direkt auf der Veranda vom siebten Himmel rum und einmal hier hinten auf dem Weg zu der anderen Quest. Das waren zwei weiße Katzen. Und jetzt habe ich hier vorne nochmal von der Frau gesagt, Precht, hey, geh mal da rein, da sind ganz viele Katzen. Deshalb gehen wir da mal schauen, ob das mit zu der Quest gehört. Ganz gleichmäßig auf jeden Fall sind vor Cloud die ganzen Katzen natürlich weggelaufen. Da. Du bist Nummer 3, ne? Die anderen waren nämlich auch weiße Katzen, die wir für das kleine Mädchen suchen sollten. Ja, und die läuft. Ist das nervig? Na, sag. Ich geb's auf. Genau. Erst gucken. Wie ihr eben gesehen habt, man kann praktisch sich zurückporten jedes Mal, wenn man so eine Quest erfüllt hat. Habe ich aber bei allen nicht gemacht, also einfach nur mich nochmal. Jetzt habe ich es vergessen. Ich habe das Ding gesehen. Ich wollte es beim Rausgehen mitnehmen und dann vergesse ich es. Hyper. Das war. Wollen wir nochmal gucken. Genau. Das Kampfberichtigen habe ich auch fertig halt. Einfach während des Kampfes zwei verschiedene Kreaturen mit der Analysefertigkeit scannen. Das konnte man in der Fabrik machen. Das ist auch mein neuer Kill-Count. Okay. Du machst jeden Job, habe ich gehört. Ich kann da noch. Hallo, Cloud! Du warst der Erste, der Daten eingereicht hat. Dafür gibt es eine Zusatzbelohnung. Mein Materia-Sortiment konnte ich auch schon erweitern. Okay. Was hast du denn? Analyse und Autovita. Okay, damit setzt ein. Gefährten werden damit geheilt. Wird man. Selbstverständlich werde ich auch weiterhin neue Materia entwickeln. Gemeinsam werden wir Shinra schon die Stirn bieten. Ich werde fortlaufend neue Kampfberichte hinzufügen und hoffe, du wirst mir fleißig dabei helfen. Okay, von ihm bekommt man also mehrere Aufträge. Das lief doch wie am Schnürchen. Sicher bist du bald gut im Geschäft. Ja, für den Anfang nicht schlecht. Du darfst halt nicht wählerisch sein. Denk dran, Kontakte sind wichtiger als Geld, okay? Nein. Ja, die Regeln der Slums. Sehr gut, du lernst schnell, wie es scheint. Hab halt eine gute Lehrerin. Und eine strenge, wenn es darauf ankommt. Also sieh dich vor.
wenn du meinst. Also, so langsam müsste Barrett eigentlich mit dem Geldsammeln fertig sein. Was meinst du? Sollen wir mal in der Bar nach ihm sehen? Aktueller Fortschritt, bla bla bla, jo. Du machst jeden Job. Oh, der Geselle vom Stern. Es gibt keine Monster. Monster sind nicht. So. Und was ist das? Leben des Planeten? Was ist das denn? Was? Sie sind alle weggelaufen? Dann kommen sie nicht mehr zurück? Da seid ihr ja! Alle drei! Sie sagen, sie seien vor einem bösen Mann weggelaufen. Danke! Geheilt, Jungfernkuss? Das war, glaube ich, um. Und was ist das? Leben des Planeten? Ist das, um Stein zu heilen oder so? Versteinerung? Gutes Gelingen, Grünschlag. Welche Nahrungsmittel halten sich denn lange? Danke. Pfötchen. Seit einer Weile. Rosa. Ah, welches nehmen? Was? Was ist denn da los? Lass uns mal nachsehen. Nein. Autsch. Ja. Oh. So. Da. Genau, da hatte ich ja gezeigt, da hinten nimmt man die Quest an und hier kann man dann rein. Genau, den Behälter hatte ich da hinten schon gelootet. Hi. Voller Einsatz! So, und wenn man dann analysieren will, zum Beispiel einfach auf Fertigkeiten und dann Analyse. Nur kein Über. Wenn man die einmal analysiert hat, kann man halt das mittlere Touchpad drücken und dann bekommt man das nochmal. Sieht man halt die Resistenzen. Kleine Beschreibung, wie viel Leben die haben, wie viel EP die geben, FP und wie viel Gil. Ja. Ziemlich schwach. Nachschlag. Ja. Na? Alles geben. Ich bin bereit. Ausgezeichnet. Keine Chance! Volle Kraft! Nachschlag! Alles geht! Ich hab genug! Nachschlag! Das sollte reichen. Eine Dusche wäre jetzt nett. Okay, jetzt kehren wir einfach mal so zurück. Wir sind so nur um die Ecke. Hereinspaziert, hereinspaziert. Laden nicht wir haben alles, so. Auch Artikel von der Platte. Die besten Waren zu den billigsten Preisen. Die Aasratten sind erledigt, habe ich gehört. Vielen Dank auch ihr beiden. Wegen all dem Stress mit den Viechern war es in meinem Laden wie ausgestorben. Oh, da kommt mir eine Idee. Ich könnte Werbung damit machen, dass dies der Lieblingsladen des Aasrattentötenden Alleskönners ist. Was meint ihr? Klingt super, oder? Bist du dabei, Alleskönner? Da würden wir beide von profitieren. Ich werde dich Weimar und auch meinen Kunden empfehlen. Ich sag dir, danach wirst du dich vor Aufträgen kaum retten können. Wenn du meinst. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Der siebte Himmel, der Alleskönner und dann noch mein Laden. Wenn wir uns verbünden, wird das Geschäft nur so brummen. Okay, was hat er reduziert? Oh, er hat eine Materie reduziert. Behandeln. Was ist behandeln? Oh, Medica. Gegengift, Medica und Widerstand.
Okay. Unser neues Sortiment wird sie ins Staunen bringen. Dank. Okay. Da, da, da. Und für ihn, genau. Müssen wir jetzt nur noch dieses. Er hätte uns diese Ungeziefer, wie gesagt, das hier in der Fabrik gegeben. Unseres Alleskönners jetzt noch besser. Ja. Mich hat letztens so ein Typ. Ich habe endlich das Musical. Mir haben diese fiesen Ratten auch übel mitgespielt. Ihr habt die Flugechsen erlegt? Besten Dank auch. Das wird meine Schrottsammler sicher freuen. Sieht ja ganz so aus, als hättest du ein Händchen für diese Söldnergeschichte. Ich habe in den Slums schon so einiges gesehen. Glaub mir, ich habe ein Gespür für sowas. Begib dich am besten mal zum Platz vor dem Pfeiler. Man munkelt, dass irgendwo dort ein grässliches Ungetüm rumschwirrt. Du bist doch Experte für sowas, oder? Schon. Lerne dich selbst kennen, indem du deinen Weg beschreitest. Und dann, blick zurück. Die Aussicht wird eine ganz andere sein. Also hau rein, Mann! Mein Angebot ändert sich regelmäßig. Schau während deiner Selbstfindung öfter mal vorbei. Okay. Ich wette, die Leute fangen schon an zu reden. Über den Alleskönner, der jeden Job packt. Richtig beweisen musste ich mich allerdings noch nicht. Du fühlst dich wohl unterfordert, was? So. Eine... Moment. Genau, Pfeiler Vorplatz. Das wollte ich. Genau. Wir waren ja hier schon. Ich habe aber das Ding hier hinten übersehen. Es ist doch denn ein bisschen sehr merkwürdig war. Genau, er würde mir neue Aufträge geben. Da können wir nochmal zum Pfeiler gehen. Ich habe erstklassige Schindler-Produkte im Angebot. Mir haben diese fiesen Ratten auch übel mitgespielt. So, machen wir es einfach nur so, damit wir hier ein bisschen auch ein paar Nebenquests, was seht, wie das läuft und der Rest wird alles rausgeschnitten. Wie ich gehört habe, sind die Leute zufrieden mit dir. War hier, ne? Die Map dauert so ewig zu laden. Ich weiß nicht warum. So geil. Hey, willst du ein paar aus dem Auto animiert oder so ist die jetzt nicht. Was soll das? Ich würde von Evelyn schon gerne hier. Genau. Helft gefälligst! Hey, Tifa! Hör dir das mal an! Vom Eisenbahnfriedhof ist ein großer Schimmer hierher geflogen. Aber diese Flaschen von Shinra krümmen keinen Finger. Hm? Sieh mal an. Bist du der berüchtigte Alleskönner? Dann musst du uns unbedingt helfen. Der Schimmer befindet sich hinter der alten Fabrik. Um dorthin zu kommen, braucht man einen speziellen Schlüssel. Aha. Die Bürgerwehr hat ihn in einer Holzkiste in der Nähe der Tür versteckt. Einfach alles zertrümmern. Jawohl. Das ist die Tür, die ich nicht aufgekriegt habe. Ein paar ziemlich gefährliche am Arbeiten? Sind vom Eisenbahnfriedhof in das Gebiet um den Pfeiler gekommen. Okay, dann seht ihr das Ding doch nochmal. Genau, die Gegner respawnen auch. Armselig. Und ich kann jetzt halt hier frei durchlaufen, weil ich diese ganz großen Türen halt immer aufgemacht habe. Das wird wehtun! Ja! Und tschüss! Zack! So darf's weitergehen. Finde ich auch. Verschlossen.
Eine Kiste nahe der Tür. Kiste nahe der Tür. Das war nur die. Ihr Halunken. Frontalangriff. Geht klar. Ja. Schon gewonnen. Es ist aus. Mein Einsatz. Schön gewonnen. Und diese Lootkisten respawnen auch. Ah, da war der Schlüssel. Hast du ihn? Ja. Ich muss auch das hier nochmal zeigen, wenn wir hier schon da sind. Diese lecker Automaten. Und einfach ein bisschen Heil-, Wiederbelebungs-Stuff, sowas verkaufen. Hier können wir es aufladen. Ich glaube aber, das Aufladen resettet die Gegner nicht. Dafür muss man, glaube ich, einmal kurz das Gebiet verlassen. Genau. Bringen wir es hinter uns. Kein Problem. Tschüss. Gar nicht mal schlecht, Tifa. Da staunst du, was? Also, wenn ihr zum Anfang farmen wollt, bevor ich hier irgendwie weitermacht mit der Story, könnt ihr in diesen Gebieten machen. Aha. Battle. Dum, dum, dum. Mich kriegt keiner unter. Was? Mal stehen bleiben. Genau so. Zack. Okay. Bin mal so frei. Seltener Drop, bisschen Phönixfeder, stehlbar, Äther. Normaler Drop, Gravitonsphäre. Nachschlag! Genug! Tiefer, du darfst blitzen. Ich mach Feuer. Brenne! Du darfst auch noch Eis, wenn du magst. Ich will noch mal Feuer. Verbrennen! Das war abzusehen. Wow, kein Loot? Ja, der muss mir was aus der Zirruhe nehmen. Eine Jahrenheit. Da waren doch eben viel, viel mehr mögliche Loot-Gegenstände angezeigt. Jetzt wird aufgeräumt. Überlass das mir. Schluss. Ich zieh mich zurück. Lass mich mal. Bis hier und nicht weiter. Ja. Es ist aus. Das war's. Donnerwetter. Sehr gut, weiter so.
Ein paar ziemlich gefährliche Kreaturen in diesem Eisenbahnfriedhof. Willkommen zurück! Du hast es also geschafft! Alle Achtung! Bist ja wirklich ein wahrer Tausendsasser! Ganz anders als diese großschneuzigen Gardisten! Du solltest den Wachdienst übernehmen! Die Gardisten haben nun mal Vorschriften, an die sie gebunden sind. Das ist doch wohl eher eine Frage des Charakters. Man braucht auch Leute, die Befehle befolgen. War ja klar. Hab schon gehört, dass du mal bei Shinra warst. Ist wohl zwecklos, mit jemandem wie dir zu diskutieren. Ich liebe dieses Viertel. Nicht mehr und nicht weniger. Aber dann werde ich es wohl beschützen müssen. Wart's nur ab. Ich trainiere und schon bald bin ich stärker als du. Plötzlich ist sie dann tot. Keine gute Idee. So. Okay, wenn ich den Auftrag erfülle, kann ich beim Luftmateria kaufen. Ich den Auftrag erfülle, Erstschlag. Und bei dem ATB Boost Materia. Oh. Damit wären wir jetzt erstmal durch. Können wir zur Story gehen? Nein, warte. Sternendings war. Genau, der hatte den extra Slot, aber weniger Verteidigung. Ne. Deine Stärke sieht man dir gar nicht. Gwen an. Von der Bürgerwehr. Gegen dich steht die Karte echt ab. Gibt viele, die heute nicht nach oben zu ihren Job. Bin wirklich froh, dass wir die Ratten los. Ey! Hör auf! Halt! Widerstand ist zwecklos! Lass mich in Ruhe, du Shinra-Schwein! Klappe, Slamratte! Piep, 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 piep! Hallo! Bist du bescheuert? Angeblich soll jemand Schießpulver aus einem Shinra-Lager geklaut haben. Johnny wurde zu der Sache verhört und du weißt ja, wie bockig der Bengel sein kann. Das hatte doch sicher mit dem Anschlag zu tun. Armer Kerl, diesmal kommt er nicht so leicht davon. Das wird echte Konsequenzen haben. Wir müssen Johnny helfen. Gehört er zu euch? Nein, aber er hat mitbekommen, dass wir hinter Avalanche stecken. Und leider plappert er gern. Johnny darf auf keinen Fall reden. Ich gehe hinterher. Ich komme mit. Wirklich? Aber... Das bin ich dir schuldig. Für deine Hilfe. Na gut, dann los. Dem wird bestimmt niemand helfen. Ich hoffe nur, die lassen uns in Ruhe. Das heißt, wir bringen Johnny jetzt um die Ecke, damit er nicht reden kann. Diese aufgeblasenen Arschlöcher von der Garde. Tifa, was... was? Hey, das tut weh! Was fällt dir ein? Du reißt mir ja den Arm aus, du Grobmotoriker! Ich bin überzeugter Pazifist, Mann! Ich hasse Gewalt! Also zieh nicht so an mir rum! Cloud, hinter die Container da. Das tut schon genug weh. Und überhaupt, ich hab doch gar nichts getan. Nee, nur ein bisschen Schießpulver geklaut, was? Uns machst du nichts vor. Das war deine ID, du hast das Lager betreten. Quatsch, das muss ein Irrtum sein. Ich würde mich nie auch nur in die Nähe eines Shinra-Lagers wagen. Oh, das war doch wohl nicht diese Tüftlerin. Jesse. Haha, reingefallen, du Depp. Als käme man mit deiner Schrott-ID in ein Shinra-Lagerhaus. Na dann. Erzähl uns mal, was du über diese Tüftlerin weißt, mein Lieber. Verdammt! Johnny rutscht sicher was raus! Gehen wir? Ja, du lenkst die Gardisten ab, ich kümmere mich um den Rest. Dabei verhaut Johnny nicht so doll. Könnt ihr nochmal heilen, gucken, was es hier so schönes Kaufen gibt. Okay.
Lasst ihn gehen. Hm? Bist du ein Komplize? Raus damit! Oh. Was los? Wer ist da? Oh, dein Freund und Helfer in der Not! Ihr seid es? Evelyn! Hey, du! Was soll das werden? Bleibt wohl nur die harte Tour. Und tschüss! Volle Kraft! Dein Ende! Runter! Der Feind ist geschwächt. Was ist los? Ist es vorbei? Hey! Und jetzt? Wir stellen ihn ruhig. Hey! Hey! Nicht! Wie? Was? Nein! Nein! Lass das! Wenn dir was an deinem Leben liegt, dann verschwinde. Ja! 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 Ich mache eine Biege! Ich schwör's! Sollen wir ihn echt laufen lassen? Er könnte reden. Ich weiß, aber er hat nichts getan. Und die? Lass sie liegen. Cloud, was soll das? Verschwinden wir, bevor sie aufwachen. Looten wir, bevor sie aufwachen. Phoenix? Okay. So, Waffe hat Stufe 2 erreicht. Heißt, neue Upgrades. Darüber, was haben wir denn hier? Angriffskraft, schön. Aha. Bei hohen TP magische Angriffskraft plus 5. Auf jeden Fall die physische Angriffskraft hoch. Gehen wir hier nochmal zurück. Nö. Die Materie wollte ich hier angucken. Die ist kurz davor Feuerer zu können. Die ist kurz vor Vitra. Das dauert noch mit der Analyse. Und Ausweichrunde Umschlag dauert sogar so ewig. Vielleicht machen wir da was anderes, so ein TP-Boost vielleicht. Muss ich später nochmal schauen. Hoffentlich kommt Johnny irgendwie klar. Sorg dich lieber um dich selbst. Lass uns von hier verschwinden. Was ist? Ich weiß nicht. Du hast dich irgendwie verändert, Cloud. Inwiefern? Deine Augen zum Beispiel. Wie soll ich das sagen? Früher hast du nicht so... Das kommt von Marco. So sehen alle bei Soldat aus. Ach so. Und nun? Willst du zum Laden zurück oder lieber noch ein paar Aufträge erledigen? Mal schauen, hier wäre eher nur...
muss ich gucken. Bei Gegnern welche? Also es soll einmal ein Gegner, der eine Feuerschwäche hat, mit Feuer angreifen, eine Eisschwäche hat mit Eis angreifen und eine Blitzschwäche hat mit Blitz angreifen. Okay, das habe ich gerade versucht hier die ganze Zeit, einen Gegner in Schock zu machen und dann mit einer Fähigkeit zu schlagen. Hat auch funktioniert. Dauert aber ein bisschen, bis das hochgeht. Und für das andere Ding brauche ich dieses Auto-Vita-Ding. Ob hier noch irgendwas essbar ist? Hast du eine Ahnung, warum Johnny so gleich war? Bin wirklich froh, dass wir die Ratten los. Okay, wir könnten jetzt hier die Hauptstory weitermachen. Was ich auch zuerst machen wollte, aber dann sagt uns Tifa, dass wir die Nebenquests nicht mehr machen können und das heißt, wir müssen da hinten nochmal hin. Dann ist praktisch der Typ nicht mehr da. Deshalb machen wir es schnell mit. Wir müssen die Patrouillen verstärken, damit der Kampfhund nicht in das Wohngebiet eindringt. Der Krämer hat mir ganz begeistert von dir erzählt. Danke für deine Hilfe. Deine Fähigkeiten können sich echt sehen lassen. Und ich würde sie gern wieder in Anspruch nehmen. Weißt du, es ist wieder eine Bestie aufgetaucht. Ein außerordentlich blutrünstiger Wachhund. Sag dir doch was, oder? Einer von Shinras Kampfhunden. Er wurde auf den Rostpfaden gesichtet. Kann ich dich damit betrauen? Ich übernehme das. Vielen Dank. Wir hätten uns an dem die Zähne ausgebissen. Ich zähle auf dich. Okay. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Für seine eine Quest brauchen wir das Ding. Das wollen wir auch gleich mit. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Wir müssen mit diesem Köter will ich nichts zu tun. Auf den Rostpfaden ist ein Kampfhund aufgetaucht. Bist du wirklich so stark, wie alle sagen? Pass auf dich auf. Das ist dann die Stelle, die ich vorher nicht hatte, ne? Ja, das wird die Stelle jetzt sein, wo ich vorher nicht hinkomme. Aha. Konzentriert bleiben. Und tschüss. Ausgezeichnet. Genug. Sehr gut. Komm jetzt. Bring es hinter uns. Halt, stopp. Fertigkeit. Impulshieb. Schluss mit lustig. Nachschlag. Impulshieb. Ja. Hey. Nimm das. Verrecke. Fertigkeit. Warte. Irgendwas hat er gemacht. Ja, guck, der hinterher. Läuft. Hey, hierher. Tifa. Cloud. Ich habe den Wachhund hier in die Enge getrieben. Er ist äußerst gereizt. Seid besser vorsichtig. Das schaffen wir. Und hält niemand auf. Verdammt. Es geht los. Zack. Ja. Brenne. Dein Einsatz. Lass mich mal. Das war's. Volle Kraft! Zack!
keine Chance. Nachschlag. Na? Zeig. Ja. Nimm das. Nachschlag. Das war abzusehen. Nice. Okay. Zehn von 15. Ich wollte, weiß halt nicht, ob man die Materie immer wieder neu bei dem Hütten kaufen. Mit dem wird die Gegend etwas sicherer. Ihr habt es geschafft. Danke. Ich tippe darauf, dass das eine neue Züchtung von Shinra war. Seit wann hat er hier für Probleme gesorgt? Mal sehen. Die ersten Informationen haben uns heute Morgen erreicht. Das heißt... Ja, was heißt das denn? Könnte es etwas sein? Im Untergrund der Slums von Sektor 7 soll sich ja angeblich eine Forschungsstätte von Shinra befinden. Bist du dir sicher? Das wäre mir neu. Ich dachte, ich könnte dir Insider-Infos entlocken. Entschuldige bitte. Ist eine große Organisation. Es gibt vieles, das ich auch nicht weiß. Da ist sicher was dran. Der Hund ist jedenfalls erledigt und darauf kommt es an. Gut gemacht. Du hast hier wirklich ganze Arbeit geleistet. Dein Ruf als Alleskönner könnte nicht besser sein. Sicherlich kommen die Leute wieder zurück auf dich. Das verdanke ich dir. Schön, dass du das einsiehst. Meine Bezahlung für heute hole ich mir also im Laden ab. Genau. Aber willst du nicht vorher erstmal auf dein Zimmer? Ruh dich etwas aus. Die Regeln der Slums. Und zwar deren erste, genau. Los, gehen wir! Da wären wir. Bist sicher erschöpft? Naja, ein bisschen vielleicht. Freu dich! Nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Wie wär's zur Entspannung mit einem Cocktail im siebten Himmel, dem Paradies in den Slums? Tiefer. Ich glaube, ich brauche auch eine Pause. Sag mal, bleibst du denn jetzt in Midgar? Ja, das ist der Plan. Zumindest bis ich genug Geld zusammen habe. Verstehe. Bis die Bar öffnet, haben wir noch etwas Zeit. Sollen wir zurück nach Hause und uns ausruhen? Sind zurück. Wart ihr spazieren? Ja, genau. Los, Versammlung im Keller. Ich auch? Soll ich bei der nächsten Mission... Lenchen, du wartest draußen auf Jesse, ja? Mhm. Die nächste Mission. Sie soll morgen starten. Jetzt gibt's die Details. Vor eurer Besprechung hätte ich gern mein Geld. Das kriegst du auch. Aber jetzt habe ich Wichtigeres zu tun, du Raftzahn. Beeil dich, Tifa. Nimm's ihm nicht übel. Er kann halt nicht anders. Zum Trost. Setz dich. Was darf es sein? Hast du was Starkes? Der hat damit nichts gemacht. Ist kein Eis drin jetzt mehr oder irgendwie eine andere Zutat? Na? Den meisten meiner Gäste schmeckt er vorzüglich. Das wundert mich nicht.
Sieh mal an, da kennt sich einer aus. Und was ist mit dem hier? Du hast da nichts reingeschüttet. Kommt aber was mit einer anderen Farbe raus. Ja. Ein Cosmo Canyon. Meine ganz eigene Kreation. Sieht toll aus. Ich muss los. Zum Wohl. Hast du schon gehört? Den Angriff auf den Makoreaktor haben die Staatsfeinde Avalanche verübt. Sie reden von nichts anderem. Wir sind richtig berühmt. Erstmal sind wir sicher. Zum Glück hat uns keiner erkannt, aber jetzt wird's ernst. Cloud, bist du weiter dabei? Wenn ihr ordentlich zahlt? Klar, versprochen. Dafür werde ich schon sorgen. Tifa soll dieses Mal auch mitkommen. Doch sie scheint gar nichts von unseren Plänen zu halten. Wer weiß, ob wir uns auf sie verlassen können, wenn's ernst wird. Hä? Ein nüchterner Typ wie du ist mir da weitaus lieber. Schließlich will ich nicht draufgehen, nur weil jemand halbe Sachen macht. Sollte mir eine Beschäftigung suchen. Okay. Dann machen wir hier weiter im nächsten Part. Ciao, Leute.